zurück, meine lieben Freunde, auf YouTube. Vielleicht kommen auch noch irgendwelche Leute, die dem Livestream zuschauen. Könnte sein, wer weiß. Letzte Woche war niemand da. Da habe ich aber auch etwas zu spät angefangen. Vielleicht hatten sie nur Angst, dass ich nicht mehr auftauche. Ja, wir sind hier bei der Old Sycamore. Das ist eine relativ große Karte, soweit ich das sehe. Ja. Hier sind wir hergekommen, weil wir einen Hinweis auf den, wie heißt er, dieser widerliche Gnom, haben. Außerdem, soweit ich mich entsinnen kann, werden wir hier die zweiten Bären für den Alchemisten finden. Wir haben hier das letzte Mal, das habe ich dann nicht mehr auf YouTube aufgenommen, den Mr. Die Wache von den Sword Lords. Ich habe keine Ahnung, wie der geheißen hat. Warte mal. Red Nightmare. Ah. Derwick Nettle haben wir gefunden. Der hat uns... Nein, doch nicht. Sehen wir nicht, was er da... A Bitter Rival? Kästen. Kästen heißt er genau. Kästen Gerass. Genau, das ist er. Den haben wir hier getroffen. Mit dem haben wir ein bisschen geredet. Nachdem im Stream keiner zugeschaut hat, habt ihr das nicht mitgekriegt, dass ich mit dem geredet habe. Weiß nicht, ob die YouTube-Leute das angeschaut haben. Ja, auf jeden Fall, der hat uns gesagt, dass wir hier vielleicht irgendwo den Typen finden. Ja, wir schauen uns jetzt um, wir werden ein bisschen kämpfen. Na, schauen wir mal. Ich kann mich nur so vage erinnern, was hier los war. Ah. Frösche. Du. Machst ihn da zu deinem... Ich glaube, der passt zu dir. Du. Let us strike as one. Tear them apart. Unworthy. Was machst du? Ah, wir verwenden vor allem diese Level 0 Sprüche. Ich glaube, das dauert eben mehrere, achso nein, eine Minute pro Level. Schade, ich habe gehofft, dass es eine Stunde oder so. Ich weiß nicht, ich will mit ihm noch nicht so zaubern, weil die ganzen Sachen dauern nur eine Minute pro Level und das sind definitiv nicht die stärksten Gegner, die wir hier jetzt treffen. Ja, wer weiß, vielleicht greif einfach an. Repent. Passt schon. Die werden ich schon nicht umbringen. Ja, passt doch. Oh, sie kann Sneak Attack machen mit diesem Acid Splash. Echt jetzt? Das ist ja urcool. Passt. Wir haben die Frösche erledigt. Wir können sie nicht ausräumen. Aber wir haben hier noch etwas gefunden. Yay! Gold, was ist das? Silberbuckle und einen Ohrring. Ja, wie war das mit Tab, glaube ich, machen wir das. Jemand da? Nein? Keiner da? Passt. Wir schauen uns gründlichst hier um. Hey, Ente. Was haben wir da? Potion Shield of Faith. Hämatit, was ist das? Incense, Geld, noch was. Und was ist das? Potion of Mage Armor, das ist cool. So.
So, du, meine Gute, kriegst die Potion of Mage Armor. Ah, davon haben wir mehrere. Was ist das? Reduced Person. Machen wir das so. Okay. Noch was, was wir gefunden haben? Nö. Dann gehen wir weiter. Das schaut auch anders aus. Sind diese Karten jetzt anders als vorher? No secrets can escape my prying gaze. Was ist das? Hämatit. Na gut. Das ist ein Feuer. Ein Löffel. Wir sind ja Urorg. Wir klauen hier alles, was hier rumliegt. Eine Kartoffel. Yay. Sonst noch was? Nö. Wir rennen da einfach durch das Feuer durch. Oh, nicht schlecht. Oh, da ist noch so ein Frosch. Du. Mach mal das. Study the target. Na dann. Angriff, Freunde. Hey, die haben auch Sneak Attack. Finde ich cool. Na, servus. Wir fahren über die drüber, diese armen Frösche. Ah, widerlich. So, wir dürfen nur nicht vergessen, ab und an mal zu speichern. Ist da auch irgendwas? Nee. Geht's in die Richtung weiter. Ich will jetzt erstmal alles anschauen. Ach ja, stimmt. Ich kann mich wieder erinnern, da könnte man raufklettern. Da war zwar nicht weit gekommen, aber immerhin. Hey, was ist das? Halsketten. Mhm. Na dann. Machen wir mal Mobility 21. Ich glaube, ich speichere vorher ab. Ja, genau deswegen. Done and done. Ich hoffe, das hat sich ausgezahlt, dass wir darauf geklettert sind. Ansonsten ein Rapier, naja. Naja, es schaut jetzt nicht so stupid aus. Schauen wir mal. Echt jetzt? Das war's. Okay, da geht's nicht drauf. Das geht ohne, dass wir uns wehtun. So, du machst jetzt mal das hier. Echt jetzt? Mehr war es nicht. Oh mein Gott, soll sein. Du bleibst nicht unten stehen. Du musst nicht voll geheilt sein. Tristan. Gut. Das heißt, wir haben da hinten mal alles angeschaut. Gehen wir weiter. Hey, da oben liegt auch wer. Was ist das? Restovic Rangers Broken Arrow. Noch so ein Fragment.
A crumpled ladder. Letter, nicht Leder. Schauen wir uns mal an, was steht da? My dear Kenneth Plamer, with your desire to pursue a new archaeological mission in mind, spent a few hours in my library today and identified a location worthy of your research. In the northeastern part of the River Kingdom lies a region called the Stolen Lands. Many antiquities can be found in such places. No doubt an inquisitive researcher would be able to find old coins, significant cultural remnants, and even pieces of artifacts that might be restored. Naturally, you shall require the services of a specialist to evaluate your findings during your travels. Ah, okay, da hat jemand irgendjemanden dorthin geschickt, um tolle Sachen zu finden. Before you set off, it is my obligation to warn you that this place is untamed and can be perilous. Watch not only for bandits and monsters, but also impassable swamps and dangerous open plains. Should you decide to visit the Stolen Lands, I strongly urge you, Kenneth, to hire a professional guide and better yet guards. It is wise to take precautions. Okay. Offensichtlich hat er diese Precautions nicht gemacht. Das ist ein Tatzelwürm. Du? The road calls me. I'll take the bait. Machst das hier. You cannot stand against me. Kannst du einen Charge machen drauf? Nein, ist eh klar. Zu weit weg. Do not falter. Kannst du einen Charge machen? Ja. Ah, warte. Tristan. Du gehst daher. Ach, Tristan. Minus ein Strength. Okay, du kriegst dann Lesser Restoration, oder? Was sagst du dazu? So, dann, Tristan, machst du noch einmal Heili. Sehr gut. Ah ja, dann schauen wir uns die Tatzelwürmer an. Hey, ein zweiter Mensch ist hier im Ding. Ausgezeichnet. Sicher wieder irgendein Schüler oder Ex-Schüler, der nichts Besseres zu tun hat an einem Freitagabend. Und weg ist er. So. Wohin jetzt? Schauen wir uns mal die Ränder an, vielleicht, um irgendwelche verborgenen Sachen zu finden. Ein Elch, na, den müssen wir nicht angreifen. Ah, da sind wir jetzt auf der Seite, wo wir vorhin schon waren. Ah, was ist das? The entrance to the old mine seems to have been blocked for a long time. Okay, da kommen wir also nicht rein. Diese Elche haben keine Angst vor uns, finde ich interessant. Schaut nach einer Falle aus. Vielleicht sollten wir abspeichern. Nicht, dass uns das umbringt. Gut, na dann. Wer kann disarmen? Octavia. Done and done. 36 Experience. Na schau an. Oh, curious.
Deswegen brauchen alle Charaktere möglichst viel. Echt jetzt? Was hat sie gesagt? Check Result 16, Roll 3. Wir haben plus 13. Das werden wir wohl schaffen, oder? Nächstes Mal werden wir besser würfeln. Finde ich gut. Und jetzt haben wir einen 21 gehabt. Mit einem gewürfelten Achter. So, ich hoffe, es kommen keine Fallen mehr. Da drüben steht wir und mit denen werden wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Da kann man auch durch. Machen wir zuerst den Kampf. Der schläft. Shall we move? We shall move. Hier sind die Bösen und das sind Banditen. Was ist das? Das kann man aufheben. To victory! So, du hier gehst bitte weg. Upsi, was war denn das für ein Zauberspruch, der uns alle zum Fliehen bringt? Du machst bitte das da mal. So, du hier machst folgendes. Was ist das für ein Zauberspruch? Nein. Einen Snowball. Auf diesen Typen hier. Du bist noch da? Nein, du rennst weg. Du rennst auch weg. Echt jetzt? Du bist noch da, weil du gegen 4 immun bist und du bist noch da. Gut, du machst mal das hier. Und greifst dann den Necromancer an. Und du. Hallo? Tristan? Spinnst du? Könntest du das bitte nicht machen? Achso, nein, nein, Blödsinn, das wollen wir machen. So, die rennen noch immer weg. Feiglinge. Valerie, du bist wieder da. Passt. Wir haben auch einen Sneak Attack gemacht. Finde ich gut. So, du greif den Typen weiter an. Du kannst du noch irgendwas Gescheites zaubern? Tja. Kannst du noch irgendwas Gescheites zaubern? Wir hätten das vielleicht vorher machen sollen. Was ist das denn? Cause 4. Hey, Cause 4. Der ist tot. Der ist toter als tot. So, was ist mit dir? Du hast noch immer 4? Ich dachte, du bist wieder heraus aus dem 4. Du? Zaubersprüche, Zaubersprüche. Das hätte man viel früher schon machen müssen. Na gut. Mach das mal auf dich. Du hier. Mach's bitte einen neuen Gegner, nämlich den hier. Oh,
Okay, damit wollte ich sagen, greife ihn an. Und du hier. Genau, machst weiter diese Sachen. Oh mein Gott, wir machen ja den urbrutalen Schaden. Mit Critical Hit und Sneak Attack, nicht schlecht. Er hat Glock gemacht. Was? Nein. Ich wollte alle haben. So, Tristan, du weißt, was du zu tun hast. Mach Heili Heili. Ausgezeichnet. So. Dann schauen wir mal, was da alles rumliegt. Don't hesitate. Okay, nimm den. Nice. Naja, aber so nice auch wieder nicht. Hey, was ist das? Braces. Rüstungsschutz. Das sind sicher irgendwelche plus 2 Braces oder so irgendwie. Nö, da. Ja. Was haben wir da? Braces of Armor plus 1 sogar nur. Na gut. Gehen wir natürlich unserem Tank. So, was haben wir dann noch alles? Nehmen wir Resist Cold, weil ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir das haben. Potion of Shield of Faith. Ne. Potion of Vanish. Das könnten wir ihr geben, in Wirklichkeit. Du hast was? Du hast zweimal Mage Armor. Kriegst einmal Shield of Faith. Was ist das? Ah, Vanish meine ich. Du kannst Shield of Faith haben, wieso nicht? Du hast die kein Schild, also so gesehen passt das schon. Was ist das nochmal? Reduce Person. Hey. Wand of Expeditious Retreat. Na, okay, das werden wir nicht brauchen. Wir ziehen uns nicht zurück. Sonst noch was vergessen? Ah ja, das sind noch Zeugsachen. Magische Rüstung. Was ist das? Magische Rüstung schauen wir uns an. Was kann das? Leather Armor plus 1. Gibt es irgendwelche Leute, die Leather Armor tragen? Du nicht. Du trägst was Besseres. Du auf jeden Fall auch nicht. Nein, du auch nicht. Du auch nicht. Sie vielleicht. Oh, sie kann die Leather Armor tragen. Du kannst nichts von dem allen tragen. Na gut. Obwohl sie Magier ist, kann sie Rüstung tragen. Schau dir was an. So. Warte mal, da war noch irgendwas, wo man durchgekommen ist. Ah, da. So, jetzt machen wir mal Speichern. Das machen wir immer. Das ist der beste Zauber, den es in dem Spiel gibt. Na und dann ab durch den... I believe I found something. Einen Elch. Ein Megaloceros. Was hast du gefunden? Das? Oh. Na gut.
Wo sind wir hier? Wölfe. Sind die stark? You forced my hand. Oh, nein. I shall end this suffering. Wie, das wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich mir den Wolf anschauen. Wolf updated. 13 Hitpoints, na gut. Was sollte man schaffen? Aber das da ist ein anderer Wolf, oder? Na, steht auch nur, Wolf. Amiri, du tötest diesen, du greifst den an, du machst ein Shield of Faith auf sie und du machst das auf den. Autsch. Du kriegst eine Aufgabe und zwar, du darfst heilen. Was ist mit euch? Greift sie bitte an. Echt jetzt? Wir skinnen sie und collecten alles. Noch immer keiner da? Na gut, soll sein. So, was haben wir gefunden? Ein Stück Holz mit einem Haufen Zeug. So, du. I am your shield. Das will ich doch hoffen. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh. Der ist grün, dieser Wolf, mit dem können wir reden. Der Wolf auch, Finde ich gut. Grarook. The beast before you is unusually large and its eyes especially angry. Its menacing grin might almost be taken for a smirk. Oh. Vielleicht ein Werwolf. Greetings, traveler. Before you draw your weapon, I wish to say I see no reason for feuding between us. We might even be of some use to each other. Ein kluger Wolf. Wait, why is this wolf talking? Is it magical or something? I am no wolf, female. I am a borg. Surprising you could live to your age without learning the difference. Well, it's never too late to teach a lesson to an insolent two-legged morsel. Beast slowly licks its teeth. Who are you calling a morsel, you pelt? Miri glares at the beast, her hand on her sword. Lawful good würde attackieren. Gott sei Dank sind wir nicht lawful good. You say we could be useful to each other. Who are you? I have to go.
Bring me someone delicious, 3 or 4 bodies will be enough. And I, as a sign of gratitude, will tell you where an old traveler buried his chest. An old traveler, you say? Fine. If you are hungry, then hunt. I see no point in interfering with the natural order of things. No, I'm not interested in this. A very old, lean and flavorless traveler. Fine. Deal, I'll await your return. Woher nehme ich die Bodies? Ich meine, ich habe da vorne schon Leute umgebracht. How could you agree to such a monstrous deal? Who are you? I've lived here far longer than the rulers of those foolish tribes. I've seen much and eaten many. Okay. Send someone to the morgue for lunch. Ich kann hier jemanden herschicken. Das ist ja nett. Wir sind lawful evil. Das passt schon. Wir schicken jemanden, der nicht gut ist, vielleicht. Oder irgendjemanden, der gut ist, vielleicht. Ah, da hinten gibt es noch eine Kiste. Ich habe gewusst, dass Tristan Probleme machen wird, über kurz oder lang. Ich glaube, der ist chaotisch gut. Ja, kann man nichts machen. Ich meine, mit unserer chaotisch guten Truppe haben wir trotzdem so Leute wie die Jaffel, die die Lawful Evil, glaube ich, ist, bei uns behalten. Also wird das der Tristan wahrscheinlich auch überleben. Vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht könnten wir die Kobolde, wir treffen dann Kobolde dorthin schicken. Naja, wurscht. Egal. An dieser Stelle, Herrschaften, mache ich Schluss mit YouTube. Im Stream schaut sowieso keiner zu. Das heißt, ich brauche auf die keine Rücksicht nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schaue gleich wieder rein. Und bis dann. Tschüss euch.